Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder und der Flip ist auch dabei und wir haben uns auch Verstärkung von zwei wunderschönen Schwänen geholt. Das fühlt sich total komisch an, nach so langer Zeit wieder ein Video aufzunehmen, aber ich möchte euch erstmal ein frohes neues Jahr wünschen, auch wenn das natürlich relativ spät ist, um ein frohes neues Jahr zu wünschen, in Anbetracht dessen, dass wir jetzt den 11. haben. Egal, ich möchte euch einfach mal sagen und erzählen, warum jetzt seit 3 oder 4 Wochen kein Video mehr gekommen ist, was los war und so weiter und so fort. Man kann mittlerweile sagen, es ist genug Gras darüber gewachsen und jetzt kann geerntet werden oder so nach dem Motto. Nein, jetzt kann ich darüber sprechen. Sagen wir das mal einfach so. Schon in meinem letzten Video, mehr gut als böse, habt ihr ja gemerkt, dass es dass ich gerade so eine schwierige Zeit hatte und das mich halt etwas belastet. Ohne jetzt genau darauf einzugehen, was das ist, das werde ich auch diesmal nicht machen, kann ich euch halt einfach sagen, dass das so, ja, irgendwie so ein immer wiederkehrendes Thema in meinem Leben ist, womit ich ja nicht zurechtkomme. Und zwar hat das mit Lug und Betrug und Hinterhalt zu tun. Das sind einfach so Themen, da komme ich nicht so drauf klar. Und ich versuche diese Dinge und auch diese Menschen, die damit in Zusammenhang stehen, aus meinem Alltag zu entfernen, ganz gleich, wer es ist. Weil Lug und Betrug und dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein und sich nicht dagegen wehren zu können, zu den schlimmsten Gefühlen für mich gehören, die ich in meinem Leben haben musste, ertragen musste, und dementsprechend bin ich da nicht scharf drauf, weil mir das weh tut und das alte Wunden aufreißt. Wie das aber nun mal so ist im Leben, kann man sich nicht in allen Bereichen, nicht zu jeder Zeit immer wieder vor diesen Dingen schützen. Ja, man kann das in einem gewissen Rahmen tun, aber nicht vollumfänglich, sagen wir das halt einfach mal so. Dann kommt halt irgendwann dieser Moment, wo man diesen Dingen ausgeliefert ist und die einfach für einen gewissen Zeitraum aushalten muss, um nicht zum Erliegen zu kommen und sich dem nicht zu ergeben und wo man für sich selber so einen Weg finden muss, wie gehe ich jetzt damit um? Ja, ich möchte nicht gegenüber von Lug und Trug kapitulieren und möchte einfach meinen Weg weitergehen. Wisst ihr, wie ich das meine? Und diese Phase, die hatte ich in den letzten Wochen. Und die hat mich unglaublich viel Kraft gekostet. Aber ich würde sagen, ich habe das ganz gut gemeistert. Auch wenn ich unglaublich viel Zeit für mich gebraucht habe, die ich mit Flip verbracht habe, mit Schlucky verbracht habe, geschlafen habe. Und ich deshalb einfach nicht die... Ich hätte die Zeit gehabt, für euch ein Video zu machen. Natürlich hätte ich die gehabt. Ich habe aber in dem Moment nicht die Kraft gehabt und den Willen gehabt, irgendetwas von mir zu teilen. Ich konnte das einfach in dem Moment nicht. Und mich hat es genug Kraft gekostet, in meinem Alltag mein Gesicht zu bewahren. Und ich hätte es nicht auch noch geschafft, mich hier vor irgendeine Kamera zu setzen und zu lachen, während mir eigentlich nach was ganz anderem zumute war. Wisst ihr, wie ich das meine? Das habe ich für den Alltag geschafft, aber zu Hause, in meiner Welt, in meiner Umgebung, war einfach gerade, ja, Zeit für Regeneration. Ich weiß nicht, wie ich euch das anders sagen soll. Ich gehe jetzt mal ein Stück weiter und hoffe, dass es da hinten nicht ganz so windig ist, weil Flip möchte gerne noch ein bisschen was sehen von der Welt, ne?
mit etwas Abstand kann ich ruhigen Gewissens sagen, was nicht tötet, härtet ab. So diese Momente, wo man einfach so denkt, ich möchte jetzt einfach weg, ich möchte einfach weglaufen, ich möchte mich einfach auflösen und ich möchte das jetzt einfach nicht. Und irgendwann wurde aus dem Gefühl, ich möchte hier weg, dieses Gefühl, der Wind pfeift mir von vorne entgegen und ich halte meine Nase in den Wind und ich werde hier stehen, weil ich bin hier verwurzelt und so wie ich bin, bin ich gut und ich bin stark und ich werde diesem Sturm hier nicht erliegen. Wisst ihr, wie ich das meine? Und das Ganze ist natürlich ein Prozess, der einfach mal ein bisschen dauert, ne? Sich neu aufzustellen, so nenne ich das einfach. Und an diesem Punkt schließt sich der Kreis dann wieder. Es gibt mehr Gutes als Böses in dieser Welt und auch aus schlimmen Dingen können gute Dinge entstehen. Wisst ihr, wie ich meine? Metaphorisch ist das gerade wunderschön mit der Pfütze, die von beiden Seiten den Weg einengt. Ja, klar, man könnte rechts und links drumherum gehen, aber es gibt da in der Mitte so einen ganz kleinen Weg, ja. Den muss man nehmen, ja, damit man nicht komplett nasse Füße bekommt, Flip. Dem Flip ist das natürlich vollkommen egal. Flip, du machst meine Metapher gerade kaputt. Ja, und ich muss jetzt hier den schmalen Weg finden, um keine nassen Füße zu kriegen. Flip, Mann. Da wollte ich euch das jetzt so schön zeigen, wie das Leben einen manchmal dazu zwingen kann, einfach straight seinen Weg weiterzugehen, auch wenn von rechts und links irgendetwas im Weg steht. Und was ist? Flip muss natürlich mitten da durchlatschen. Total geil. So, meine Lieben, ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so windig, weil hier stehen die Schafe. Wunderschön. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Guck mal, die ganzen Wiesen sind voller Wildgänse. Seht ihr das? Für den Bildungsauftrag tue ich auch noch was. Ich werde euch gleich diese Lehrtafel als Foto einblenden. Dann könnt ihr Stopp machen, wenn ihr euch das durchlesen wollt, um mehr über den Hof Temberge zu erfahren. Ganz harter Cut, meine Lieben, von den wunderschönen Naturbildern. Ja, sind wir jetzt direkt wieder zurück in meiner Bude gelandet. Es war so windig auf dem Rückweg. Das wollte ich euch nicht zumuten. Und das war unglaublich schwierig, da irgendeine Stelle zu finden, wo der Wind nicht so lange gepfiffen ist. Deshalb verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, ja, euch hat mein Video gefallen und die Botschaft dahinter. Hopfen und Malz ist noch nicht verloren bei mir. Und ja, wie ihr seht, ich kann mittlerweile auch wieder lachen. Nee. Und das auch von Herzen. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Ich habe nämlich noch was für euch, was ich euch unbedingt zeigen möchte, was ich gewonnen habe. Aber dazu kommen wir dann im nächsten Video. Ne? Macht es gut. Und ich werde mich jetzt hier hinsetzen und dieses Video für euch schneiden. Tschüss.